Herzlich willkommen zu dem integralen Salon des integralen Forums, wo wir heute ein Interview haben mit dir, liebe Barbara von Maybaum. Und wir wollen sprechen über Macht und Liebe versöhnen. Du hast schon mal ein Buch geschrieben, das heißt Spirituelles Selbstmanagement, wo das schon mal vorkam. Aber du sagtest im Vorgespräch, ja, das ist ja ein ständiges Thema. Und ich kann da nur zustimmen. Ich bin die Heidi von systemfactory.net. Ich mache ähnliche Interviews und Gespräche. Hauptsächlich machte ich die auf Englisch mit Mark Davenport, meinem Mann. Und nachdem der jetzt verstorben ist, mache ich auch mehr auf Deutsch. Und wir haben gemeinsam mit Mark und Barbara schon einige Gespräche geführt. Da ging es auch über Macht und auch über männlich und weiblich. Und eines war mit John Freeman. Das war wunderbar. Ich werde unter das Video dann die Links setzen, wenn euch das interessiert, allerdings immer auf Englisch. Und heute machen wir das endlich mal auf Deutsch für das integrale Forum und natürlich für alle anderen auch. Wunderbar. Bevor wir ins Thema gehen, liebe Barbara, kannst du dich ein bisschen vorstellen? Es kann ja immer noch jemanden geben, der dich nicht kennt, der nicht auf der ungarischen Konferenz war oder auf einem deiner Workshops oder kein Buch gelesen hat. Dann sag doch ein bisschen was zu dir. Ja, also, ich bin in Berlin. Ich habe hier ein kleines Institut, das heißt Communio Institut für Führungskunst. Ich war mal Professorin für Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Und habe dann irgendwann die Universität verlassen auf eigenes Betreiben, weil mir der mentale Connex, also die starke mentale Ausrichtung einfach zu eng war der Universität und ich in andere Bereiche vordringen wollte und mir andere Bereiche erschließen wollte, also auch im Leben, im Arbeiten, im Tun. So habe ich dieses Institut gegründet und das hat am Anfang sich sehr stark in der Stadtentwicklung positioniert und in der Organisationsentwicklung. Und immer wichtiger ist dann die Persönlichkeitsentwicklung geworden. Das mache ich heute. Ich gebe Lehrgänge zum spirituellen Coaching, habe viele Jahre lang Lehrgänge gemacht zum spirituellen Selbstmanagement. Ja, und bin sozusagen in vielfältiger Weise unterwegs. Unter anderem eben zweimal Co-Host mit Bence Ganti in Ungarn bei der internationalen Konferenz. Ja, das habe ich in bester Erinnerung. Wunderbar. Ja, Macht und Liebe. Ich meine, im Moment, diese Situation mit Corona, da scheint ja einiges da durcheinander gegangen zu sein, was Macht betrifft und Liebe betrifft. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber ich überlasse es dir, wovon du reden magst hier. Also, eigentlich hatte ich mich eingerichtet darauf, dass wir über Macht und Liebe versöhnen, jetzt speziell aus der Perspektive von Frauen. Ich würde sagen, damit fangen wir vielleicht an und dann gucken wir mal, was das gegenwärtig in Bezug auf Corona heißt, denn das ist natürlich ein Thema auch bei Corona. Also ich bin so unterwegs, dass ich sage, Macht ist im Gegensatz zu dem, was viele Frauen meinen, nicht etwas Schlechtes, sondern Macht ist eine Energie. Also Macht ist erstmal neutral. Es ist Durkheim, also Graf Durkheim, der die initiatische Therapie entwickelt hat in Todtmoos-Rutte, hat in einem Buch, wo er über Durchbruch zum Wesen geschrieben hat, hat er einen Beitrag geschrieben, Stufe, Rang und Mächtigkeit. Und dann sagt er, Mächtigkeit, das ist etwas, was dem Menschen angeboren ist. Das wird nicht erworben, sondern es ist angeboren. Das heißt, es gibt Menschen, die haben eine relativ starke Ladung, energetische Ladung, die man als Mächtigkeit interpretieren kann. Im Englischen würde man sagen Power. Und andere, die haben von diesem weniger mitgebracht in dieses Leben. So, und wenn Mächtigkeit so etwas ist, was wir schon mitbringen, dann geht es darum, wie wir damit umgehen und wie wir das formen. So. Und Frauen haben mit diesem Thema meist Schwierigkeiten, weil ihnen dieses wenig zugebilligt wird.
Also Frauen dürfen weniger mächtig sein in diesem Sinne als Männer. Und in dem Moment, wo eine Frau mit einer hohen energetischen Ladung unterwegs ist, wird sie immer gleich etikettiert als dominant, als übergriffig oder was auch immer. Und es gibt wenig genuine Vorstellungen von einer machtvollen Frau bei uns. Das ändert sich. Das ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Also früher kann man sagen, das Weib schweige still in der Gemeinde, so heißt es ja in der Bibel. Oder Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ein Buch, das hieß Von dem Schwachsinn des Weibes. Also wenn Frauen sich äußerten und lauter wurden, also überhaupt ihre Stimme gezeigt haben und für etwas eingestanden sind, auch öffentlich, dann wurde und wird das immer noch als eher unweiblich interpretiert. Und das heißt, dass wir Frauen einfach eine andere Voraussetzung mitbringen, aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen und der kulturellen Erwartungen, was unsere Möglichkeit angeht, uns kraftvoll einzumischen. Bevor wir weitergehen, dein Mikrofon, wenn das am Pullover streift, dann gibt es öfters mal einen Klacker auf der Linken, dieses hier. Ja, ja, wenn du das in die Hand nehmen kannst, wenn du sprichst, das wäre schön. Ja, ich wollte dazu sagen, dieses Hemmnis für Frauen, mit Macht umzugehen, ich glaube, das kommt daher, weil wir in unserem eigenen Leben über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, die Macht als Macht über uns erlebt haben und nicht als Macht für etwas. Natürlich hatten wir immer Macht für etwas, aber das war nicht anerkannt irgendwie von der männlichen Seite. Ne? Also ich meine, allein die Macht, ein Kind zu haben und aufzuziehen, das ist ja was. Aber das wurde halt in unserer Kultur oder in eigentlich überall auf der Welt doch weniger anerkannt. Und auch Frauen selber haben es ja nicht anerkannt, wirklich. Ja. Nicht? Das hat ja Ken Wilber irgendwann mal so schön gesagt, dass die Frauen irgendwo mitgeholfen haben aus einem Missverständnis heraus. Sowieso. Ich meine, es gibt den Begriff der Misogynie. Misogynie heißt also Frauenfeindlichkeit, und Frauen sind in hohem Maße frauenfeindlich. Und zwar, weil wir uns in hohem Maße angewöhnt haben, einen Blick aus der angenommenen Perspektive des Mannes auf uns zu werfen. Ja? Also statt als Frau in die Welt zu gucken, gucken wir sozusagen auf uns aus dem vorgestellten Blick des Mannes. Also die ganzen Schönheits-, Schlankheits-, Ideale und so. Wie Frau sich zu verhalten hat, hängen ganz stark mit diesem Außenblick zusammen, der weit verbreitet ist bei Frauen. Ja. Wo es im Moment Schlankheit ist und vor 150 Jahren war es eher Rundung, nicht? Es kommt ganz drauf an, wie es und es ist natürlich gerade ist. Und es ist nach Kulturen verschieden. Ja, also jetzt tragen wir ja gerade Masken, aber wir wissen ja, dass es Kulturen gibt, in denen die Maskenpflicht ist, also wo die Verhüllung der Frau im öffentlichen Raum so sichtbar ist, wie es heute jetzt in Corona-Zeiten für uns alle zum Teil praktiziert wird. Ja, ja, ja. Ja. Also, womit ich unterwegs bin, ich möchte gerne Frauen Mut machen, die eigene Kraft, Macht, Mächtigkeit anzunehmen. Und je stärker oder je ausgeprägter diese ist, eben auch sich darauf einzulassen, dass das geformt werden will. Ja? Es gibt bei mir so eine Standardformel, die sage ich gerne, ein Schritt mehr Macht, zwei Schritte mehr Demut. Also Demut. Das ist genau das, worauf ich jetzt noch schnell kommen wollte. Ich denke, Frauen haben immer Macht gehabt, aber es war eine Art von manipulatorischer Macht. Und das ist nicht, was du meinst, nicht? Eine Macht über Männer durch sexuelle Anziehung und so. Du meinst eine Entwicklung von einer ganz anderen Macht, von der urpersönlichen, was sagtest du vorhin, Mächtigkeit, die in uns ist. Das heißt, eine,
wie soll ich denn das nennen, vielleicht authentische Macht und nicht eine durch, ne, so. Ja, also eine genuine Macht, genuine, authentische Macht, das ist absolut zentral, weil sonst ist in die Gefahr des Manipulativen rutscht. Und da ist es interessant, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Ja, also es gibt für mich weiterhin ein Schlüsselbuch. Ich habe schon so oft darüber geredet, aber ich nenne es jetzt einfach nochmal. Das ist Horst Eberhard Richter, der Psychoanalytiker, der hat den Gotteskomplex, ein Buch geschrieben. Und in diesem Gotteskomplex sagt er sozusagen, mit dem Ende der Gottesvorstellung in der bürgerlichen Gesellschaft ist etwas passiert, dass der Mann in eine Herrscher, wenn Gott nicht mehr der Herrscher ist, dann muss ja jemand anders herrschen, und der Mann ist quasi in die Herrscherrolle eingetreten. Das hat er immer schon gemacht, aber jetzt war Gott nicht mehr da. Ja? Und wenn man herrscht, muss man über etwas herrschen. So, und dann gibt es zwei Bereiche, über die geherrscht wird. Das ist einmal die Frau und zum anderen die Natur. Und das ist die Entwicklung, die wir jetzt seit einigen Jahrhundert Jahren haben. Und wie wir mit der Natur umgehen, das kriegen wir ja gerade mit. Also jetzt zeigt sich nochmal, die Natur lässt sich nicht einfach so beherrschen, wie man das meint in diesem Modell. Und Eberhard Richter sagt, das Leiden des Mannes ist nicht leiden zu dürfen. So, und umgekehrt könnte man jetzt sagen, das Leiden der Frau ist nicht gestalten zu dürfen. Ja? Und wenn man das mal aus der Täter-Opfer-Perspektive nimmt, dann ist auf der sozusagen männlich konnotiert die Vorstellung der Allmacht und weiblich konnotiert die Vorstellung der Ohnmacht, des Ohnemachtseins. Und da du eben Manipulation angesprochen hast, das ist für mich auch so ein Ding, wo ich immer wieder mit unterwegs bin. Ohnemacht ist nicht ohne Macht, sondern die Ohnmächtigen brauchen eigentlich immer Opfer. Also Ohnmächtige, weil Ohnmacht ein so unangenehmes Gefühl ist. Ohnmacht und Scham, das sind einfach ganz, ganz, ganz schwere Gefühle, weil die so belastend und so niederdrückend sind, besteht der Wunsch, also unbewusst oder bewusst, aus dieser Ohnmachtsrolle herauszukommen in eine machtvolle Rolle. Und das heißt, unter Umständen ein Opfer zu suchen. So, und ein Opfer kann jetzt bei Frauen ich selbst sein, mein Körper, also von Bulimie, Magersucht über ich weiß nicht was alles, diese entsetzlichen chirurgischen Eingriffe, um anders dazustehen, als man eigentlich ist. Aber es können eben auch die Kinder sein, es können die Partner sein, es können die Vorgesetzten sein, und manipulative Machtausübung ist äußerst unangenehm. Äußerst unangenehm. Die kann man nicht richtig greifen und nicht wirklich, man kann sich nicht gut dagegen wehren, sagen wir es mal so. Ja, also und insofern ist ungesunde Macht. Es ist eine ganz ungesunde, es ist eine, also auch üble Nachrede, das Gossip, üble Nachrede oder Verleumdung oder Denunziantentum, also unter NS waren Frauen in hohem Maße als Denunziantinnen unterwegs, beispielsweise. Also ich habe mal in Jerusalem bei Pia Giger ein Seminar mit Pia Giger und Niklas Brandschen, beide Zen-Meister, mitgemacht. Und da war unser Thema, was und wie wird die Kriegskultur aufrechterhalten? Und dann mussten die Frauen in eine Gruppe gehen und die Männer in eine Gruppe. Und es war erschütternd zu merken, wie wir Frauen teilhaben daran, die Kriegskultur aufrechtzuerhalten. So, und das ist einfach, wenn wir uns verabschieden als Frauen von der Vorstellung, dass wir ohne Macht sind, ist schon ein großer Schritt getan. Ja, das fällt mir auch immer mehr auf, wie sehr wir Frauen doch
dazu beitragen, dass sich nichts ändert an dem, was wir eigentlich verändert haben wollen. Aber letztendlich helfen wir, dass es dabei bleibt. Also wir, ne? Also ja. Viele Frauen. Das Komische, was mir auffällt, wenn ich manchmal Bilder suche für die Webseite und so und unter Frauen, dann sehe ich also rote Stöckelschuhe und angeschmierte Gesichter und lauter sowas. Aber irgendwie mal authentische Frauen miteinander vor allen Dingen, ganz selten. Ja? Und auch in den Werbungen immer so irgendwie so aufgemotzte Frauenbilder, das sind wir eigentlich ja. Im Urherzen nämlich nicht. Ne? Aber ja, wir machen es weiter. Ja, ich meine, man nennt das falsche Selbst. Ne? Also sich selbst entfremdet, dem eigenen Körper entfremdet, den eigenen Gefühlen entfremdet, den eigenen Wahrnehmungen entfremdet. So, das kann man jetzt nicht pauschalisiert sagen, dass das bei Frauen so ist. Aber die Tendenz ist sehr stark, dass Frauen sich nach bestimmten Vorstellungen, wie sie zu sein haben, Männer auch, also aber anders, wie sie zu sein haben, modellieren und dann sich auch entsprechend so verhalten. So, und jetzt würde ich gerne mal kurz den Schwenk zu Corona machen. Wir kommen sicherlich wieder zu den Frauen zurück, aber Corona ist ja Ausdruck einer gesellschaftlichen, oder anders, in Corona können wir meines Erachtens mitbekommen, wie der Kontrollwahn durchgreift. Also ein Phänomen wie Viren und Bakterien lässt sich ja nicht kontrollieren. Man kann Schutzmaßnahmen ergreifen, ganz ohne Frage. Aber diese große Tendenz ist ja, das Ganze sozusagen maximal unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn man jetzt mal die männlichen und die weiblichen Prinzipien nimmt, dann wäre das weibliche Prinzip mehr Vertrauen. So, also Kontrolle und mehr Vertrauen. Und diese Bekämpfung, das ist ja schon von der Terminologie her klar, die Bekämpfung von Covid-19 wird vor allen Dingen gesucht über Shutdown, Kontrolle und technologische Maßnahmen, also Impfen etc. Und da kann man sagen, in diesem Prozess, wie das passiert, sieht man, wie die gesellschaftlichen Bereiche, für die die Frauen normalerweise zuständig sind, nämlich ganzen Care-Arbeiten, dramatisch vernachlässigt worden sind. Also das führte dazu und führt immer noch dazu, dass alte Menschen sozusagen, die vielleicht ihre letzten Tage in ihrem Leben leben, keine Angehörigen sehen dürfen. Also drastische, drakonische Maßnahmen, die zu unendlichem Leid dort führen. Oder die Kinder, die nicht miteinander spielen dürfen. Also der ganze Bereich der Care-Arbeit ist erst allmählich und langsam ins Bewusstsein getreten in einer Bekämpfung der Pandemie, die quasi nach männlichen Vorstellungswelten und männlichen Mustern erfolgt ist. So würde ich mal keck hier formulieren wollen. So. Und gleichzeitig merken wir, dass der ganze Umgang mit Natur und mit Zusammenleben, wieder Themen aus dem weiblichen Lebenszusammenhang, völlig in den Hintergrund gerückt werden. Wir waren an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, wir müssen mit der Natur anders umgehen, wir müssen ein partnerschaftliches Verhältnis mit der Natur entwickeln. Ich bemühe da gerne diese beiden Formulierungen, also in der Bibel, das eine ist, macht euch die Erde untertan, das haben wir jetzt über Jahrhunderte praktiziert, und die andere ist, den Garten Eden pflegen, was ein partnerschaftliches Verhältnis mit einer eigenwirksamen Natur, von der wir ein Teil sind, beinhaltet. Und wir waren gerade an dem Punkt, dass wir nicht zuletzt durch Greta Thunberg
gemerkt haben, es ist Zeit und diese ganze Geschichte ist völlig hinter diesen Kontrollmoment in den Hintergrund gerückt. Und also wenn man so den Mainstream nimmt, dann kann man erst jetzt langsam Tendenzen wieder feststellen, dass man sagt, wir dürfen das Klima, die Klimakatastrophe nicht außer Acht lassen. Wir müssen begreifen, dass wir mit der Natur anders umgehen, etc. Also, was ich damit sagen will, es ist eine Zeit, in der das Wissen des weiblichen Lebenszusammenhangs eigentlich laut werden muss. Richtig laut ja, werden muss. Die Krise hätte ja eigentlich das Potenzial dafür. Ne? Genau. So. Es wäre doch, dass man erkennt, dass solche Sachen entstehen aus einem Verlust von Balance zwischen genau. Mensch und Tier und Natur. Ne? Richtig. Das ist, wenn das in den Mainstreams öfters mal vorgekommen wäre, wäre ja ganz nett gewesen. Was ich noch bemerke, nirgendwo wird von Vorbeugung gesprochen, nur von Shutdown, von wie viel Atmungsgeräte es gibt. Aber wir können doch was mit unserem Immunsystem machen. Genau. Also, dass das besser funktioniert. Da wird kaum von gesprochen und schon gar nicht. Seit Corona höre ich nämlich jetzt über Internet Nachrichten, sowohl deutsche als italienische, sehe, dass da gewisse Unterschiede sind. Aber das gemeinsame Thema ist, wie du sagst, diese Kontrolle, absolute Kontrolle und Dingsbums. Aber dass man, wenn das die Chance genommen, wahrgenommen worden wäre von den Medien, auf diese anderen Bereiche hinzuweisen und das klarzumachen, den Menschen zu erklären, wieso sowas zustande kommt und wie man das in Zukunft vermeiden kann, statt zu sagen, okay, wir machen eine Impfung. Das ist ja wieder nur ein Loch zu stopfen. Ja? Darum also geht es ja nicht. Es geht ja ich würde sagen, es ist Symptombekämpfung, aber nicht... Ja, genau. Nicht Vorsorge. Nur, also bevor wir jetzt anfangen zu schimpfen, würde ich sagen, wir sind in einem riesengroßen Lernprozess. Ja, wir sind in einem riesengroßen Lernprozess und wir haben weiterhin die Chance zu lernen, dass es zentral darauf ankommt, unsere Immunkräfte zu stärken. Und wenn wir Covid-19 angucken, dann kriegen wir, also jetzt, heute gerade habe ich wieder so eine Berichterstattung gelesen, es wächst das Bewusstsein dafür, dass dieses Virus an den Stellen, wo etwas nicht in Ordnung ist, leichte Beute hat. Das heißt, in Schlachthöfen, in Altenheimen, da wo Armut herrscht, wo eine extreme Verdichtung herrscht. Also das heißt, wir kriegen, wenn wir das jetzt begreifen wollen, kriegen wir jede Menge Hinweise dafür, was wir ändern müssen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu den Frauen. Das ist ein ganz klassisches Frauenwissen. Ja. Und Frauen müssen laut werden und müssen darauf hinweisen. Also ich persönlich sage, ich habe aufgrund von Covid-19, weil mich das so irritiert hat, habe ich angefangen, mich wieder stärker zu Worte zu melden. Also ich habe beim Integralen Forum einen langen Artikel geschrieben, publiziert zum Thema Tod und Sterben, ein Tabu in unserer Gesellschaft. Und ich habe neu bei mir auf der Webseite angefangen, einen Blog, wo ich also ein erstes Gespräch mit einer Frau geführt habe, die den Mythos der Heldenreise bemüht, um zu sagen, wir stehen an so einer Schwelle, ob wir jetzt uns in das neue Land begeben oder nicht. Im zweiten habe ich dann einen Mediziner befragt, der genau sagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen die Immunkräfte stärken und wir müssen die Salutogenese unterstützen. Und im dritten werde ich jetzt einen machen, der ist schon fertig, wo es darum geht, Leben zu lernen. Und der vierte wird sterben lernen. Sehr gut. Das sind Themen, die wir als Frauen einfach anders im Fokus haben. Und ich kann nur sagen, wir müssen uns einbringen und nicht schimpfen, wenn die anderen nicht das beherzigen, was wir einbringen müssen. Das ist genau das, was ich immer sage. Ich habe ja auch angefangen mit Gesprächsgruppen und allem Möglichen, weil ich
der Meinung bin, wir sind jetzt gefragt. Wir Frauen sind jetzt gefragt und vor allen Dingen auch ein bisschen ältere Frauen, die noch wissen, wie es anders aussehen kann, das Leben oder ausgesehen hat und dass es nicht unbedingt ganz fürchterlich schlimm war, wenn wir nicht das neueste elektronische Dingsbums immer haben. Und wie es noch ist, wenn man einen Garten hat, wenn man in der Natur ist und wenn man noch klare Luft hat. Luft manchmal Luft. Sieht. Ja. Und einen genau, blauen wenn man Himmel noch Luft sieht. Hat, genau, das ist gut. Ja. Und wenn man einen blauen und Himmel sieht. Ich warte im Grunde darauf. Ja. Und die Wolken waren jetzt wieder so wie früher, wie ich sie aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Nicht dieses ganz komische dichte Feld, sondern es waren wieder so wunderbare Wolken. Und das fand ich ganz toll. Aber ich sage das generell immer, was du sagst. Und ich warte drauf, dass wir uns irgendwie vernetzen und dass irgendwas zustande kommt, wo ich super gern mitarbeiten möchte. Weil ich denke, wir sind gefordert und einer allein, ich meine, ich mache das, dass ich mit Leuten spreche, das ist vielleicht auch schon was. Ja, ja aber absolut. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie man noch mehr Wirkung erzielen könnte. Ja, und noch mehr. Mir geht es wirklich um Information und Frauen. Wie soll ich sagen, in ihre Power, in ihre Power zurückzubringen. Ja? Und wie mache ich das? Ja? Ich meine, ich habe eine Weile Coaching gemacht, das Feminine Power Coaching, aber die Frauen müssen das ja auch schon wollen und sich dann entsprechend melden. Ich würde gerne eine Falle auf diesem Weg ansprechen, weil ich finde, da muss man immer hingucken. Frauen, wir haben ja Gott sei Dank mehr Frauen inzwischen in Führungspositionen und wir haben Frauen, die sich einmischen und die sich einbringen. Und das ist toll. Also man kann über Angela Merkel sagen, was immer man will. Diese Frau hat eine Bahnung gemacht dafür, dass überhaupt Frauen in der Politik ein Standing haben. Wenn man sich mal erinnert, wie sie runtergemacht wurde in der Anfangsphase, dann kann man daran erkennen, wie viel Wegstrecke sie gemacht hat. Nur, es gibt eine große Gefahr, nämlich dieses verzerrte Bild von Macht, das heißt, also unterdrücken und steuern einseitig ohne Selbstregulierung, Kontrolle einseitig ohne Vertrauen. Also sozusagen die, wenn man so will, die dunkle Seite des männlichen Prinzips, dass Frauen, die merken, dass in unserer Gesellschaft diese dunkle Seite des männlichen Prinzips zu Einfluss führt, in die Gefahr geraten, es zu kopieren. Und das, was wir, glaube ich, brauchen, ist, dass wir ein Bild von kraftvollen Frauen finden, in uns und um uns. Und dass wir, es gibt ja diese berühmte Studie des Mailänder Frauenbuchladens, wie ich glaube, weibliche Macht entsteht oder so ähnlich. Und die haben den Begriff des Affidamento geprägt. Und Affidamento heißt, dass man einer Person, die weiter ist als man selbst, sozusagen den Kredit gibt, von ihr etwas zu lernen. Und wir sind immer noch stark in dem Mütterkonflikt. Also, was heißt wir? Also, sehr viele Frauen lehnen die Mutter ab, weil sie von ihr vielleicht nicht das bekommen haben, was sie erhofft haben. Und deswegen können sie diese weibliche Genealogie, die eigentlich uns stützen soll von hinten, die Mutter, die uns eigentlich von hinten stützen soll für das Leben, nicht akzeptieren und gehen dann in den Vaterbezug. So, und die Vatertochter versucht es dann so zu machen wie das männliche Vorbild. Ja, und das ist auch wieder eine Gefahr der Entfremdung von uns selbst. Ja? Aber das ist nicht einfach. Also in einer Gesellschaft, guck mal, wer ist dein weibliches Vorbild? Ja, ich wollte gerade sagen, du sagst Entfremdung von uns selbst.
Waren wir eigentlich schon mal zusammen mit uns selbst, so in den letzten paar Jahrhunderten? Also sind wir nicht von vornherein schon dazu geprägt worden, nicht zu unseren weiblichen Qualitäten zu stehen oder die zu entwickeln, sondern möglichst funktionell in der, also es ging mir so und ich sehe das bei vielen, funktionell in der Gesellschaft sein und das bedeutet männliche Prinzipien? Also, Man muss es wieder entdecken. Es hat immer mutige, nicht angepasste Frauen gegeben, die ihr genuines Potenzial voll gelebt haben. So. Und es gibt ja Gott sei Dank auch eine historische Entdeckung, also von Historikerinnen, zum Beispiel Gerda Lerner, Historikerinnen, die weiblichen Genealogie überhaupt ins Bewusstsein heben. Ne? Und die solche Frauen aus dem Schattenbereich einer männlich geprägten Gesellschaft rausholen, indem sie über sie schreiben. Also da gibt es inzwischen schon einiges, aber weiblich durften wir immer sein. Nur was unter weiblich verstanden wurde, war eben vor allen Dingen das, was man heute als Care-Arbeit nennt. Also die Versorgung, die Reproduktionsarbeiten, hat man früher gesagt, von Kindern, von Alten, von Kranken, von Sterbenden, damit überhaupt die männlich geprägte Gesellschaft funktionieren kann. Und auch noch nichts dabei verdienen wollen, ja, weil das macht man ja aus Liebe und Barmherzigkeit. Ne? So ja, wobei ich sagen muss, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht alle Arbeiten verpreisen, weil das ist, es gibt Arbeiten, die sollten wirklich aus Liebe geschehen, aber sie brauchen die Wertschätzung. Ja. Und zwar aus Liebe geschehen von Männern und von Frauen und sie brauchen die Wertschätzung von Männern und von Frauen. Das ist gut, ja. Ja. So, also wenn ich sage, Versöhnen von Macht und Liebe, dann heißt das für mich, also es gibt für mich nichts Größeres als die Liebesmacht. Ja, schön. In dieser Wortsynthese ist das enthalten. Und eine Macht, die nicht eingebunden ist in eine Liebe, Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit, Achtung, kann sehr schnell eben nicht nur aus dem Ruder laufen, sondern mutieren zu etwas, was dann am Ende Gewalt ist und zu diesem Bild geführt hat, dass so viele Frauen von Macht haben. Also, und das ist ein Weg. Also Macht und Liebe zu versöhnen ist ein Weg. Ja. Und du arbeitest daran, indem du Kurse anbietest und Buch schreibst und alles Mögliche. Wie siehst du das? Das ist ja für ein bestimmtes Klientel, würde ich mal sagen, nicht? Mhm. Wie kann das ein größeres Ausmaß geschehen zwischen Frauen zum Beispiel hier, normale Frauen, die nicht so belesen sind und kein Interesse oder Zugang haben, zu solchen Kursen zu gehen? Was würdest du sagen, könnte man tun? Also erstmal erkennen, dass jeder Einzelne Macht hat. Das ist der erste Schritt. Ja, wirklich jede und jeder hat Macht. So. Und dann gucken, wie gehe ich mit dieser Macht um? Also mich selbst beobachten. Und das dann praktizieren, dass ich erkenne, okay, da gehe ich jetzt vielleicht gerade nicht besonders gut damit um und das kann ich verändern. Und auf diese Art und Weise werden wir vielleicht dann auch ein Stück weit, auch gerade die Älteren, ein Vorbild für andere. Und zum Vorbild gehört für mich dazu, dass ich immer auch bereit bin, meine eigenen Irrtümer, Fehler oder was auch immer, also dazu zu stehen und zu sagen, okay, ja, da hätte ich es besser machen können, es tut mir leid. Ja. Und auch erkennen, dass man deswegen nicht ohnmächtig wird,
wenn man, im Gegenteil, wenn man erkennt, okay, das war jetzt falsch, ich muss jetzt meinen Kurs korrigieren, ich muss in eine andere Richtung gehen. Dass man, in einem männlichen Paradigma, da würde man sich dafür schämen, dass man falsch war. So bin ich erzogen worden, ja. Und wenn man das aber als Stärke erkennt, okay, das war die falsche Entscheidung, jetzt rudere ich in eine andere Richtung, das ist ja eigentlich was, was machtvoll ist. Ja, ja, also die eigene Schwäche zu erkennen, zu akzeptieren, dass da eine Schwäche vorliegt, bringt mich sofort schon in die Stärke. Also nehmen wir mal irgendein Beispiel. Eine Frau steht vor einem Publikum und möchte eine Rede halten. Und sie merkt, es ist mir mal passiert, mein Computer mit der PowerPoint brach zusammen. Alle saßen da, hörten mir zu. Damals habe ich noch intensiv mit PowerPoint gearbeitet. Die PowerPoint brach zusammen. Und jetzt, wie gehe ich damit um? So, kriege ich jetzt einen Schrecken und versuche, das abzuspalten, zu übertünchen? Oder sage ich, oh, jetzt bin ich vor einer Herausforderung. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen kann, aber ich versuche es einfach mal. So. Letzteres habe ich in dem Fall dann gemacht und dann hat jemand sich meinen Computer gegriffen, ist woanders hingegangen, hat geguckt, was da los ist, was da passiert. Ich hatte vergessen, das Kabel einzustecken und der Computer war fast leer. So, dann kam er irgendwann wieder und dann gab es hinterher ein Feedback zu meinem Vortrag. Und das war übrigens auch zum Thema Macht und Wiese, und zwar in einem spirituell-kirchlichen Raum. Also da war ein spannendes Publikum. Und dann kamen hinterher Feedbacks und die haben gesagt, das, was sie am meisten überzeugt hat, war, wie ich mit dem Konflikt umgegangen bin. So. Genau. Das heißt, einfach mit Humor und mit, ja, ich habe jetzt gerade ein Problem, dazu stehen, dass etwas schwierig ist. Das öffnet die Herzen, weil du dich dann auf ein menschliches Niveau begibst und nicht auf jemand, der da so oben ist und irgendwas da herunterzulernen hat. Ja. Und die andere, also dieses sich groß machen, also es überspielen und dissoziieren, wäre der eine Weg. Der andere Weg, der auch schwierig ist, ist die Resignation. Die Resignation, ich kann das nicht, ich wusste es doch und ich darf das nicht und Frauen werden eh nicht gehört, das ist dann die, dann wird man Opfer zum Täter, genau, zur Täterin. Ja. Also es gibt viele Fallen auf diesem Weg, aber ich finde es spannend. Es gibt ein interessantes Buch, das ich auch noch in dem Zusammenhang, auch nicht neu, aber absolut einschlägig, von Harriet Rubin. Machiavelli für Frauen. Aha. Machiavelli für Frauen. Und das Buch ist in der Sprache viel martialischer als im Inhalt. Der Inhalt ist richtig gut. Die Sprache, habe ich das Gefühl, ist auch schon wieder Mainstream angepasst worden. Das ist eine Amerikanerin. Und die zeigt sehr schön, welche Möglichkeiten Frauen haben. Zum Beispiel nachfragen. Wie haben Sie das gemeint? Ja, genau. Nochmal nachfragen. Was wollen Sie damit sagen? Genau. Ja? Also Muster brechen, Regeln brechen. Ja? Und nicht draufhauen und dagegen gehen. Also ich bin auch häufig dagegen gegangen. Und passiert mir immer noch. So. Aber es gibt eben auch andere Wege, intelligentere Wege, die auch sehr kraftvoll sein können, sehr kraftvoll. Wunderbar, ja, und wir müssen das üben. Und ich hoffe, das war wieder eine Inspiration, in die eigene Kraft zu steigen, um die persönliche Macht zu leben. Nicht über andere, nicht über sich selber, sondern mit sich selber und mit anderen. Genau. Es gibt da dieses, vielleicht, dass ich das noch erwähne, dieses unglaubliche Buch von der Riane Eisler, Kelch und Schwert, die von dem notwendigen Übergang einer dominatorischen Kultur zu einer partnerschaftlichen Kultur spricht. Und genau an dieser Stelle sind wir heute. Wir müssen lernen, partnerschaftlich bezogen aufeinander und nicht sozial distant, sondern bezogen aufeinander
unterwegs zu sein und zu erkennen, dass wir nur gemeinsam überleben und nur gemeinsam glücklich werden können und nicht, indem wir das, was uns als, jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, weil es eben NS konnotiert ist, unwertes Meinen ausgliedern zu können. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ich wollte dazu noch sagen und auch nicht die Eigenverantwortung abgeben an jemand anders. Wenn wir erwarten, dass jemand anders das für uns macht, oder wenn wir von den Männern erwarten, dass sie uns empowern, ja, das können sie natürlich bis zum gewissen Maße machen, aber letztendlich müssen wir das selber machen. Wir müssen unsere Power selber ergreifen und nicht warten drauf, dass uns die jemand zu Füßen legt. Das ist ja dann auch nicht die richtige, nicht? Sondern wir müssen wirklich die Verantwortung für unser Tun und Leben übernehmen. Und lass mich zum Ende noch etwas zu den Männern sagen, weil das ist mir unter anderem bei den verschiedenen Aufstellungsarbeiten, die wir in dem Kontext gemacht haben, der integralen Konferenzen, wirklich, wirklich noch viel mehr ins Bewusstsein gekommen als vorher. Es gibt nicht nur einen Schmerzkörper der Frauen, sondern es gibt auch einen Schmerzkörper der Männer und es gibt einen jahrtausende alte Missbrauch von Männern für Machtinteressen. So. Und da möchte ich einfach auch eine Lanze brechen für Empathie, für diesen Prozess, dass Männer so ähnlich wie wir auch in ihre genuine Kraft kommen und nicht in diese manipulierte oder manipulierende Kraft. Mach. Wunderbar. Ja. Das stimme ich dir voll zu und bete zu Gott oder wem auch immer, dass das jetzt eingeläutet ist und verstärkt wird durch das, was im Moment abläuft und dass wir die Chance, zumindest wir sie nützen und nach vorne treiben. Nicht? Genau, genau. Ja, super, danke Heidi. Danke ich dir. Ja, wunderbar. Und bis dann zum nächsten Mal, wenn dein Buch fertig ist, dann das nächste. Reden wir wieder. Das nächste, genau. Okay. Okay, tschüss. Ja, ciao.